Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3. Oh, man merkt, ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen was gemacht. Also hauptsächlich habe ich mir eigentlich nur hier die Punkte, die bereits verfügbar waren, gegönnt. Schade, nicht getroffen. Jetzt versuche ich mich hier dran nochmal. So, gegönnt. Das ist abgehauen. Kein Problem, können uns später drum kümmern. Wir müssen noch ein paar Sachen hier abgeben von diesen Punkten her. Danke sehr. Ich höre es denn immer wieder mal. Weil je früher wir das ganze Zeug gefunden haben, desto besser. Da gehe ich natürlich noch nicht hin. Wir haben jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten, wo wir hin wollen. Ist da drüben was? Scheinbar nicht. Aber hier ist was. Ja, dann grab aus. Reicht, wenn ich es ausgraben kann. Da ist ein Anchovium. Das gönnen wir uns natürlich. Das steht ja immerhin außer Frage. Ich glaube, dafür muss ich ein bisschen vorausschauend werfen. Wenn ich den Ballon haben will. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ich weiß nicht, ob der Ballon mitzählt. Der fliegt auf jeden Fall eine Runde über die ganze Insel. Hier komme ich ja jetzt mittlerweile auch hoch. Hier ist bestimmt was. Da ist auf jeden Fall ein Ticket. Oh, mehr Geld. Kann ich beim nächsten Community-Stream nutzen. Gab es zu diesem Zeitpunkt übrigens schon so einige. Die waren recht lustig. Wer die sehen will, soll auf Twitch vorbeischauen. So, wo ist der Ballon jetzt gerade? Der dreht da noch seine Runde. Ich will hier nicht instant drüber. Ich will normal drüber kommen. Weil sonst springe ich in meinen Tod. Nimm mein kleiner Salmi-Freund. Tot. Da war ich im Wasser. So, wie viele haben wir denn jetzt schon gefunden? Ein paar. Wir haben noch nicht alle Missionen gefunden. Da ganz vorne ist gerade der Ballon. Wenn ich mich beeile, kann ich den abfangen. Da kommt der gerade. Eventuell kann ich ihn ja auch treffen. Ja. War ein 100 drin. So, da ist noch so ein Wolkending. Also sowas Flauschiges. Du kannst hier schon mal suchen. War doch klar, dass hier mitten auf der Insel was ist. Der hat nur das gesehen. Eine Goldplatte. Wieder ein Lied. Und ein Anchovium ist, glaube ich, Nummer 2. Eins bräuchten wir noch. Dann könnte ich die Klecksbomben verbessern und den Sensor mir endlich gönnen.
Den Sensor, den hätte ich schon sehr gern. Ich glaube dir nicht, dass hier nirgendwo was ist. Da, hat was gefunden. Ich wusste es doch. So, ich darf nicht vergessen, diese einen Rätsel da, die zählen mit. Diese Ballonrätsel. Ich will aber vorher das letzte flauschige Ding hier wegmachen. Wo hat das Ding denn seinen Anfang? Direkt hier unter mir. Und da. So, das hätte ich geholt. Der findet hier bestimmt was, wenn ich ihn suchen lasse. Oder auch nicht. Naja, wenigstens ist jetzt alles frei, ne? Na gut, dann machen wir jetzt als nächstes die Ballonrätsel. Ach, jetzt hast du was gefunden. Wahrscheinlich hier so in der Gegend. Ja, wo hast du denn was gefunden? Wahrscheinlich dahinter. Ja, hier. Ein Kartenpäckchen. Sonst noch was? Nee. So, jetzt mache ich meine Drohung wahr. Jetzt machen wir erstmal das Ballonrätsel. Zum Glück schafft man den Sprung hier rüber. Verdammt. Das muss ich nochmal machen. Ich merke mir, dass da oben was ist. Einmal hier komplett im Kreis. Okay, das ist eine Herausforderung. Gut, dass ich hier einmal komplett... Nein! Wir sehen uns, wenn ich das geschafft habe. Hier hinten war übrigens eine goldene Platte. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe die Platte hier schon mal geholt. Komm. Oh, fast geschafft. Ich hab's hinbekommen. Und dafür kriege ich Lore. Moin, ein Team leicht gemacht. Geheime Tänze des Onara-Clans. Erster Tanz mit trockenem Boden, Nesten wie ein linder Sommerregen. Zweiter Tanz mit einem wilde Winde von den felsigen Küsten rufen. Finale, 100 Moränen fliegen empor, folge ihnen ins gelobte Land. Oh, jetzt fehlt nicht mehr viel, was wir finden müssen. Da soll ja auf jeden Fall was sein. Komm, finde was. Ich weiß, dass du es kannst. Ach, ich suche im falschen Eck. Das ist das Eck, in dem ich suchen muss. Oder ist mein das hier? Ich lasse den Ballon erstmal sich verziehen. Und färbe hier ein bisschen. Vorbereitung. Das sah mir jetzt so nach einem Punkt aus, wo er eventuell hätte was sein können. Okay, das ist wesentlich einfacher als das davor. Ah.
Ich hätte noch einen Booster mitnehmen müssen. Oh, er hat was gefunden. Wieder eine Sache weniger, die ich suchen muss. Ja, ich hatte diesen Booster gerade eben nicht mitgenommen. Nein! Wir sehen uns, wenn ich den geholt habe. Oh, geschafft! Her mit der Lore. Stahl, der giert nach Blut, festen Kriegern galten. Ein Schnitt schneller als der Blitz, ein schmerzloses Erdbeben. Wie Schnee fallen Schuppen, sinken leicht ins Nirgendwo, verglänglich wie das Leben im Schatten meines Sonnenschirms. Okay, und eine Lore haben wir ja noch gesehen. Die holen wir jetzt auch eben kurz. So, die nächste Lore-Schriftrolle. Splatwitz hipstisch heiß ist es Desperado-Trio. Gleich auf freien Fuß on air. Wascht euch die Ohrmuscheln, denn so wie Syndicate. Tanschiert euch feinste Beats. Fang frisch und lokal aus Platzwille Produktion. Reingehört, liebe Kinder. Der Syndicate bleibt nie lange am selben Ort. Okay, damit haben wir alle Schriftrollen, glaube ich, hier gefunden. Ich hoffe es zumindest. Okay, wo ist denn jetzt die 2? Hier ist auf jeden Fall noch was. Das können wir uns noch holen. Müssen wir nur einmal hier rüber. Ich brauche den Salmini, nicht das. Und da unten ist noch irgendwo was versteckt. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal das Level hier oben. Klecks gegen die Zeit. Ihr wollt ja auch ein paar Level haben. Quetscher Instabombe. Den Quetscher kenne ich gar nicht. Oh, gar nicht so schlecht. Hat eine gute Feuerrate. Ah, alle Zielscheiben innerhalb des Zeitlimits. Wo ist denn die nächste? Da. Da kann man noch sehr gut schaffen. Wahrscheinlich ist das Ende so richtig knapp. Doch. Das Ding verliert echt schnell Tinte. Aber es geht. Und wieder gut was an Punkten bekommen. So, das war Nummer 5. Nee, Nummer 6 war das. Hier fehlen. Irgendwo ist eine Nummer 2, die ich nicht gesehen habe. So, Salmini, sag mir mal eben kurz, wo das letzte Objekt ist, was ich finden muss. Also wenn du findest, kannst du auch direkt gerne graben. So, jetzt ist die Frage, wo Nummer 2 ist. Hier sieht es so aus, als ob da was versteckt wäre. Wir machen erstmal das hier. Dünne, dicke Luft. Da habe ich sogar die Heldenwaffe. Wenn man schon fragt, nehme ich die Heldenausrüstung. Oh, um Gottes Willen, ich sehe Raketen. Ja, die gefährlichen Flugobjekte, die sehe ich. Die sind nicht zu übersehen. Kann ich die kaputt machen? Ach, dann sind die ja nur halb so gefährlich. Ich sehe schon, auf was ich zielen muss.
Okay, wird es so einfach bleiben? Scheinbar. So, den muss ich erst loswerden. Dann mache ich das weg. Und habe da keine Tinte. Aua. Aber das Prinzip ist einfach. Warte, wir machen uns erst Tinte dahin und dann springen wir rüber. Sicher ist sicher. Um Gottes Willen, werden die größer? Ich glaube, die werden größer. Das kann einen schon Angst machen, wenn die auf einmal so riesig werden. Aber nichts, womit wir nicht umgehen können. Okay, da ist schon das Ziel. Ich sehe schon. Ah, wir müssen mit dem Teil reisen. Darf ich euch die Shining Airline präsentieren? Böse. Aber Punkte. Okay, ich sehe, wie das funktioniert. Da muss ich hin. Tolle Abkürzung. Ich versuche den Sprung von hier. Hat gerade so funktioniert. Das war riskant. Jetzt muss ich nur noch da hoch. Und gönnen. Und dann brauche ich hier nur noch mitfliegen. Okay, die Airline ist fieser. Kann ich mich nicht einfach ducken und die treffen mich nicht? Alter, ich kann mich einfach ducken. Ich kann die Dinger sowas von ignorieren. Easy. Scheiß auf den einen Treffer. Das war ein interessantes Level. Da auch nochmal mit einem Roller durch. So, jetzt mal kurz rumgucken. Irgendwo versteckt sich die 2. Das ist sogar schon die 4. Ach, die dünne, dicke Luft war die 2. Es wurde nur nicht draufgepackt, weil ich da nie draufgegangen bin. Okay, wir haben noch die 3 und die 7 vor uns. Und dann haben wir das Gebiet hier eigentlich schon abgeschlossen. Na Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Part. Ihr seht ja noch, dass wir ein bisschen was vor uns haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.